Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Konrad. Wir schauen uns jetzt den Fendt Farmer 300 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Agrardesign Austria und den Herrn Grupp. Gibt es neben PC / Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann hier Fendt Farmer 300. Hier ist noch der Anhang da, physikalische, richtige Version oder ausgewogene Version, wie man es auch immer richtig übersetzen mag. Vorweg gesagt, wenn ihr alle Funktionen nutzen möchtet, dann wäre Interactive Control von Vertex Design ganz von Vorteil. Ihr könnt aber auch auf Mauskontroll umschalten, habt dadurch aber weniger Funktionen. Nun, wir haben hier den Fendt Farmer 300. 115 PS Leistung, manuelles plus Lastschaltstufengetriebe, standardgemäß 160 Liter Sprit. Wir haben 43 km Maxspeed, 5,3 Tonnen für 58.990 in der Anschaffung und 3.008 im Leasing. Ansonsten eine ganze Menge Config-Blöcke, Frontanbau, Motorausführung, Reifenhersteller, Reifenvariante, Rundumleuchten, Auspuff, Teppich, Luftfilter, Arbeitsscheinwerfer, Frontladeanbau, Animationen, Hauptfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen. Das sind insgesamt 14 Config-Blöcke. Fangen wir mit dem Frontanbau an. Da haben wir einen Gewichtsträger. Weiter geht's mit 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Kilogramm Gewicht oder eine Fronthydraulik. Dann haben wir die Motorausführung Farmer 311, 312 und den 312 aufgedreht. Heißt 115, 125 oder maximal 140 PS an Leistung. Reifenhersteller Drelleburg, BKT, Michelin, Nokian mit dabei. Bei Drelleburg gibt es die TM700, die TM700 ZPR, die 700 ZPK, die TM800, das Ganze mit Radgewichten, die TM1060, das Ganze auch nochmal mit Radgewichten, die TM100 als schmale Bereifung und als größere Bereifung. Bei BKT gibt es ja auch noch diverse Konfigurationen, die auch dementsprechend alle mit richtigen Namen ausgestattet sind. Das gleiche für Michelin in dem Falle. Und bei Nokian habt ihr reine Kommunalbereifung. Rundumleuchten ist auf Standard eingestellt, das heißt, es gibt keine. Dann links. Links und rechts in dem. Auspuff einmal original, sprich hier vorne. Dann haben wir einmal Auspuffkabine 1, Auspuffkabine 2. Teppich, entweder gar kein Teppich, normalen Teppich oder die Spielwiese vom Herrn Grupp. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Dann haben wir den Luftfilter, der ist hier oben. Einmal entweder im gebrauchten Design oder im Neudesign. Arbeitsscheinwerfer Standard, dann Standard plus Back-LED. Sprich, da werden hier hinten die älteren zu LEDs umgewandelt. Dann haben wir Standard plus Front-LED und hinten alte LEDs oder alte Lichter oder All-LEDs. Ne? Also alles auf LED umgerüstet. Frontladeanbau, nein oder Fendt oder Top-Lock. Dann haben wir die Animation, entweder Interactive Control oder Mouse Control. Dann habt ihr die Hauptfarbe in diversen Farben, alte Fendt, also ne, neues Fendt-Grün, altes Fendt-Grün, Petrolgrün, Smaragdgrün, ne, und so weiter und so weiter. Also alles so, was es in der Richtung damals gab. Felgenfarbe ist bekanntermaßen Felgenfarbe, Kennzeichen ist bekanntermaßen ist Kennzeichen. Schauen wir uns das gute Stück an. In dem Fall jetzt hier der Farmer 312. Aufgedreht. Ihr seht schon hier, wir haben hier ein Achtungssymbol. Frontscheibe muss bei Wartungsarbeiten stets geschlossen sein. Und ihr seht auch schon die Interactive Control Anmerkungen hier. Wir haben standardgemäß Drelleburg 380 70 R28 vorne mit drauf, hinten 480 70 R38er. Wir haben jetzt hier eine Dreipunktaufnahme mit dabei, vorne Fendt, hier Kennzeichen, Fahrtleuchten in dem Falle, Standardauspuff, Luftfilter alt in dem Sinne, aber all LED, ne, also vorne und hinten alles hier mit LED umgerüstet, ist Geschmackssache, müsst ihr selber entscheiden. Links, rechts Spiegel, wir haben beide Rundumleuchten in dem Falle hier mit dabei, gegenüberliegende Seite das gleiche in grün, hinten Mac-Bereich, Bremslichter, Blinker und vier Arbeitsleuchten, zwei oben, zwei hinten, wie gesagt all LED, 40 km/h Aufkleber hier und halt die standardgemäßen Anschlüsse. Steigen wir das Ganze einmal ein, seht ihr hier, ich habe den Spielwiesenteppich genommen vom Herrn Grupp, sieht recht lustig aus, wie gesagt, ist Ansichtssache, muss jeder für sich selber entscheiden. Links, rechts Spiegel, die sind soweit in ihrer Form, funktionieren soweit auch. Ansonsten vorne analog und digitale Anzeige mit dazu, Lenkrad, ein Haufen Knöpfe, ein Haufen Hebel, wie man es halt kennt. Schöne Rundumsicht, texturtechnisch gesehen alles sauber, hier flackert nichts rum, hier matscht nichts rum, hier klitscht nichts rum vor allen Dingen. Alles soweit wirklich top, wieder eine wunderschöne Arbeit von den beiden, von daher kann man machen, ohne Frage, gibt's nichts zu meckern. Hören wir uns mal den Soundler an.
Jo, soundtechnisch soweit, Tobi. Habe ich auf jeden Fall, wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. Ihr wisst ja, Sound ist immer so eine Ansichtssache von jedem Einzelnen. Aber nö, das passt soweit alles, hört sich alles soweit gut an. Drinnen beim Schalten haben wir logischerweise die Sounds mit dabei. Es ruht ganz gut raus, ne? Also von daher, nö, passt soweit. Aber ihr wisst ja, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Ich find's, Tobi, passt. Thema Funktionalität, also beide Hände am Lenker, das läuft soweit, beim Schalten wird die Hand mit am Schalter hier genommen, ist auch alles animiert, ihr seht das Ganze auch hier, mit dem Beinchen wird soweit gearbeitet, die Pedale werden durchgetreten, läuft soweit alles, Lastschaltgetriebe, merkt man halt hier, ne? Also nichts mit Automatik, ansonsten, ihr seht hier, animationstechnisch gesehen, alles soweit sauber, Spiegel links und rechts funktionieren soweit auch, sind relativ gut, also relativ gut eingestellt, der rechte Spiegel passt, der linke ist mir ein bisschen zu weit unten, aber okay, Auspuffklappe vorne ist animiert, wie ihr seht, also lübt. Gehen wir einmal in die Nacht rein, wenn ich hier Blinker anschalte, seht, Blinker links, Blinker rechts, das haut hin, beleuchtungstechnisch gesehen, ist auch alles hier noch mit dabei, das was beleuchtet werden kann, also von daher passt das soweit auch. Ansonsten Blinker einmal vorne, einmal hinten, reflektieren soweit. Das gleiche gilt für die Rundumleuchten. Ansonsten normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht. Wie immer Numpad 5 für vorne, Numpad 6 für hinten. Ihr seht hier halt LED, ne, dieses etwas weiß-bläuliche Licht. In dem Falle ist halt wie gesagt Geschmackssache, müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt. Aber ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Hube, Standard LS-Hube, kann man machen, ist I.O. So, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Spielereien. Ich zeige euch das Ganze hier mit Interactive Control von Vertex. Mouse Control ist halt, wie gesagt, eingeschränkt. Wie immer können wir Fahrertür öffnen und schließen. Separate Soundvertonung. Sound wird laut, leise, also Indoor-Outdoor-Sound in dem Falle, wenn Türe auf, Tür zugeht. Wir können vorne die Frontscheibe öffnen und schließen. Wir können hier das Dach öffnen und schließen. Wir können Blinker links, Blinker rechts in dem Falle mit dazu nehmen. Wir können hier Licht ein- und ausschalten. Wir können hier die Lichtmodi durchschalten. Wir können den Warnblinker einschalten. Motor an, Motor aus, auch kein Problem. Arbeitsscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten als Taste. Heckscheibe können wir einmal auf- und zumachen, auch kein Problem. Wir können die Rundumleuchten ein- und ausschalten. Na, sieht man hier, wunderbar, ein- und ausschalten. Wir können das Radio ein- und ausschalten mit der Maustaste, auch kein Problem. Beim Sitz selber könnt ihr nichts einstellen. Und wir können hier die Motorhaube öffnen und auch schließen und da ist dementsprechend auch was drin, was sich auch bewegt. Wunderbar. Deswegen immer Scheibe geschlossen halten, ansonsten ne, eher eine schwierigere Geschichte. Ansonsten Spiegel und Co. Ihr seht, ne, da gibt es keine Punkte, bleibt alles so, wie es ist. Thema Fahrphysik. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Physikversion bzw. die ausgewogene Physikversion. Er fährt sich anders. Und mit anders meine ich, er fährt sich realistischer. Nicht, dass ich das jetzt von der Realität bewerten könnte, aber mit realistischer meine ich, man merkt das Gewicht. Ne? Also hier ist Gewicht mit dabei, er arbeitet ein bisschen träger, als man sonst so kennt. Er ist vom Lenkgefühl her, sofern man das in der Tastatur einschätzen kann, etwas agiler, ne? Etwas, naja, etwas wohlfühliger, könnte man sagen. Also das ist alles ganz nice, auch beim Bremsen und so, man merkt halt, es ist kein Spielzeug. Ne? Ist auf jeden Fall ganz schnieke und lässt sich auch meines Erachtens nach, ihr seht es ja, auch mit der Tastatur eigentlich ganz gut handhaben. Zu guter Letzt, wie immer, einmal hier noch unseren bekannten Flug hinten mit dran, um das auch nochmal zu zeigen. Ihr seht, dynamische Kabelschläuche sind soweit mit dabei, Sound ist mit dabei, backt nichts rum, glitscht nichts rum, geht bis ganz nach unten, so wie es am Ende des Tages sein soll. Bleibt natürlich noch der Lok übrig, der ist selbstverständlich auch sauber. Wir reden hier ungefähr von 50 MB, 49 MB und ein paar zerquetschte. Das ist für einen einzelnen Traktor schon eine Ansage, aber was die Funktion angeht, was die Texturqualität angeht und auch was Physik und Co. angeht, habt ihr hier aber auch einen wirklich geilen Traktor. Und da kann man auch 50 MB durchaus verkraften, muss man dazu sagen. Also kann man machen. Ohne Frage, wenn ihr nicht den letzten Steinzeitrechner habt, sollte das kein Problem sein. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.